einen Raum und hier liegt so viel Scheiße drin rum. Finde ich gut, dass sie die großen seltener machen. Ich mache meistens bloß ein Kurierbag. Ja, ich finde eher einen großen Rucksack, bevor ich einen Burlap-Sack finde. Ich hätte den Kompass nicht wegschmeißen sollen. Ja. Später ist man immer einen Schritt schlauer, wa? Ja. Einmal hatte ich auch, ich bin mitten am Ende der Map gewesen, voll ausgerüstet, musste nicht mehr wie zurückkommen. Dann kurz bevor ich die nächste Stadt gesehen habe, you are dead. Dann bin ich bestimmt 4-5 Stunden dort rumgelaufen. Das ist eine lange Zeit. Oh, ich bin wieder auf der Straße. Alter, da war nix außer meinem Gebäude mitten im Wald. Du, mir kommt das ja alles furchtbar bekannt vor. Das kann gar nicht eine der neuen Städte sein. Eine der neuen Städte, weil ich hier nämlich noch nicht war, als ich das letzte Mal lang gelaufen bin, war die Stadt für mich neu und davor war hier nämlich nichts. Es gibt keine Straßenschilder hier. Ich würde gerne die Straße wieder zurücklaufen. Ich kann dir zeigen, dass da hinten gleich wieder Svetlojask ist. Ihr habt euch verlaufen. Weiß ich noch nicht, ich habe immer noch kein Straßenschild gefunden. Wer ist das denn da vorne? Zombie? Und ein Zombie gesehen, der so gemütlich die Straße lang spaziert. Ich bin die Straße weiter hochgelaufen. Gut, dann ich laufe jetzt auch keine Straße hoch, dann könnten wir uns. Hier ist ein Zombie, der geht spazieren, der geht ganz gemütlich über die Straße. Ja, ist doch schön, vielleicht will einkaufen. Ja, so sieht er aber aus. Schickes Hemd hat er an, ist der neu? So, jetzt warte ich auf meinen Tod. Ah, ne. Dieses Spiel macht einen Kampf. Supermarkt. Ich glaube, ich sehe dich da hinten. Du hast doch gerade vor dem Frosch mich verfolgt. Ich stirb schon wieder nicht hier. Ja, ein paar kommen mir nach. Oh, noch einer. Willst du mich verarschen, ey? Kann man sich hier nicht irgendwie aufhängen oder so? Tja. Immer was. Du könntest vielleicht verklagen, wegen der fehlenden Inhalte gegenüber dem Trailer. Ja, genau. Das ist immer eine ganz gute Idee. Wird bestimmt gehen, so wie man heutzutage die ganzen Gerichte kennt. Auch nur in Amerika. Ach, noch ein Zombie, komm schon, lass mich erstmal zu Ende verbinden. Also ich laufe auf der Straße, nee, da. Ich würde sogar sagen, Europa ist kulanter als Amerika. Und ich blute schon wieder. Warte, ich bin gleich da. Naja, ist ja schon tot, aber ist halt so blöd. Ich blute schon wieder. Hier ist auch wieder voll viel übrigens im Supermarkt drin, ne? Der ist tot, der war direkt neben dir, der springende Zombie. Was? Weil nein? Dann bist du nämlich mal anders, ich bin im Supermarkt. Ah nee, das sind zwei Zombies. Ich komme mit Anhang. Hier sind auch wieder zwei Rucksäcke drin, aber auch nur kleine. Oh, 18 Kugeln für die Magnum, geil. Weil du hast ja in Amerika diese Geschworenen, die sind ja meistens streng. So, ich bringe ihn mit. Das Problem bei den Geschworenen ist, es sind gar keine Menschen, die was mit dem Gesetz zu tun haben. Hier, ich esse gerade, kannst du bitte töten? Ja, das stimmt auch. Das sind immer nur irgendwelche Leute, die sich ein paar Goldstücke, wollte ich sagen, ein bisschen Geld verdienen wollen. So, das muss ich jetzt mal gerade nähen. Also, Packung Reis. Ich finde auch hier, dass die Richter nicht so gerade unabhängig entscheiden. Ja, unsere Richter haben wenigstens eine Ausbildung. Ja, aber die entscheiden nicht unabhängig. Ich würde schon sagen, dass manche sehr bestochen sind. Ja, dagegen kannst du aber nichts machen. Handschellenschlüssel sind hier. Oh, hier, Erste-Hilfe-Set schon wieder. Eieiei, was man hier alles findet, das ist der absolute Wahnsinn. Und ich will nur sterben. Eine Coke und ich habe keinen Platz für die ganze Scheiße.
Oh doch, für eine Coke habe ich noch Platz. Es ist erstmal, zack. Ich bin leider stuffed, ich kann nichts mehr essen. Oh, ich habe echt meinen Healing-Status erreicht. Cool. So, ich würde es echt gerne mal ein Straßenschild sehen hier. Ich renne schon mal weiter die Straße hoch. Übrigens sehr interessant, dass in dem Land hier jeder Supermarkt gleich aussieht. Scheint so eine Kette zu sein. Netto. Netto, genau. DayZ Netto Edition. Wieder was. Biergarten. Oh nein, ja. Oh nein. Cancel. Oh, super. Warum bist du auch weggegangen? Ich habe einen Biergarten gefunden, einen kleinen. Nächstes Mal läufst du nicht weg. So, wie lange... Oh, fuck, Zombie. Wie lange kann es ungefähr dauern, bis man verdurstet? Oh, schon eine Weile, vor allen Dingen, wenn du nichts machst. Oh, das schon eine Weile. Also renne ich hin und her. Ja, du müsstest eigentlich die ganze Zeit sprinten. Und zieh deine ganzen Sachen aus. Dann hab ich schon alles. Hypothermie. Achso, okay. Hab ja schon nichts mehr. Weil ich bin ja schon gelb. Durstig. Hab ich so gefreut und dann so ein Kack. Also ist doch ein ganz schön großes Städtchen. Das muss Novo sein. Siehst du das Rathaus? Keine Ahnung, wie sieht das aus? Das ist ein ganz großes Gebäude mit oben eine Spitze drauf. Mitten in der Stadt ist. Hm. Wir gehen gleich mal in die Stadt und schauen wir mal nach. Und dann sind dann auch noch Hochhäuser in der Nähe. Ja, Hochhäuser sind hier überall. Ich weiß gar nicht, wie viele hier sind. Könnte ein Dovo sein. Unzählige. Ach, schon wieder ein Zombie. Hier gibt's viele, auf der Straße. Viele Zombies. Ich bin irgendwo rechts abgebogen. Da wo der Zombie auf der Straße liegt. Dovo kannst du wirklich gut looten. Das glaube ich. Findest du immer extrem viel Long in Scopes? Ich habe noch nicht, wo es draufklatschen könnte. Ein Zombie 5 Long Range Scope gefunden. Nicht schlecht. Hatten dann zu 5 okay. Alle eine Mulde. Ich kann ja auch sagen, warum mir so ein bisschen bekannt vorkommen, weil so manche Abschnitte nämlich auch in anderen Städten zu finden sind, genau wie sie hier aufgebaut sind. Ja, kann gut sein, dass er einfach alles kopiert hat und zusammengesetzt hat. Wo bist du denn jetzt genau? Ich würde dich nämlich einfach mal jetzt kennen. Wow, wow. Wie gesagt, ich bin auf die Straße weiter hoch und da wo ein Zombie auf der Straße liegt, bin ich rechts abgebogen, aber ich komme gerade wieder runter. Ah, ich sehe dich, stopp, bleib stehen. Hä? Von da links. Ah, da bist du, da ist schon wieder einer. Na, junge Frau, kommen Sie mal her. Also. Die Innenstadt ist in die Richtung, wenn wir da mal gucken wollen. Musstest du die junge Frau vertreiben? Ich hab sie nicht vertrieben, ich hab sie getötet. Oh nein. Gut, dann lass uns mal eben in die Innenstadt, ich will das Rathaus sehen. Also wenn du in dieser Stadt auch bist. Ja, das muss Novo sein, das ist verflucht groß hier. Größer wie Elektron-Cherno. Ja, dann ist es Novo. Weil Novo ist ja die größte Stadt. Hast du noch nie in diesem Hochhaus? Doch, in Cherno gibt es auch tausende davon. Nein, das ist der erste Ort, wo es Rathaus. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Und so ein ähnliches gibt's doch auch in Janro Elektro, neben diesem Hotel, wo das Flugzeug reingecrasht ist. Ah, du bist übrigens schon wieder schneller wie ich, ne? Okay. Vielleicht gibt's doch ein Gewichtslimit, weil ich bin komplett voll. Auch. Aber ich habe eigentlich nur Dosen und so ein Kram dabei und Verbände. Gewichtslimit? Keine Ahnung. Ja, wollen sie da einbauen jetzt? Echt? Oh, die macht das Spiel immer schlimmer. Das soll ein Survival-Spiel werden, ne? Ja, aber Gewichtslimit. Du kannst so viel tragen, wie du wiegst. Ich treffe den Kerl nicht. Warte. Komm dazu. Ja, mach du mal. Gibt's doch nicht. Ah, jetzt. Ich blute übrigens schon wieder. Oh ja. Gut, dass ich so viel Bandagen dabei habe. Bin schon braun dürstig. Das ist gut. Wenn ich Berenzino spawne, dann laufe ich einfach nach Svetlo. Weil du dich so lange umbringst und dann dort bist. Dann gehen wir mal. Ach, da hinten geht's halt noch. Echt groß. Oh, eine Polizeistation, die hab ich letztes Mal noch gar nicht gesehen. Guck
cool. Also du musst eine Polizeistation, das stimmt. Lass uns erstmal das Hochhaus angucken. Das du meinst ja, Rathaus. Ja, Rathaus, bleib dabei. In diese Hochhäuser sollst du Zelte finden. Zelte? Ja. Und das ist so sinnlos. Jeder Server kann einstellen, ob die Zelte bleiben oder dann nach dem Server gestartet verschwinden. Mhm. So, also da oben auch noch Hochhäuser sind. Da oben am Berge. Oder Sachen. Das müsste Smirnovo sein, wenn das hier Novo ist. Ist dann wie diese Satellitenstadt von Tscherno. Ah, okay. Novo, nee, wie heißt die? Keine Ahnung, wie die heißt. Boah, was liegt denn hier alles rum? Ich dachte, die Stadt ist übelst gut. Dann kannst du zum Nordwest rennen. Ah, ist aber ein ganz schönes Stück, von hier. Naja, ist nicht so weit. Da oben ist ein Supermarkt oder Schule oder so. 20 bis 30 Minuten vielleicht. Baseballschläger, was ist mit dem Baseballschläger? Ich geh mal eben hier den Berg hoch zur Schule. Hm? Warte mal. Berg hoch zur Schule. Ich sehe dich ja. Die Betonung lag auf, ich gehe den Berg hoch. Scheiß Bergsystem hier in Daisy. Und ich werde vom Zombie verfolgt. Oh, Fall. Oh, der ist mir in der Axt gelaufen. Entschuldigung. Kennst du diese komische Hacke, wo man diese Regenwürmer raussuchen kann? Nee. Regenwürmer? Ach, du meinst die Ho. Oder wie heißt, ich kann kein Englisch. Da. Das ist, ja, die tötet Krankenhaus ist das. Zombies mit ein oder zwei Schlägen. Ehrlich? Ja. Nicht schlecht. Und ist zielgenauer als die Axt. Nicht schlecht. Von hier oben hat man schon Überblick. Ach, ich sehe das Rathaus. Das sieht aus wie das ehemalige, nee, nicht World Trade Center, wie es, Empire State Building, ne? Ich kann mich nicht so aus. Nein, das habe ich noch nie gesehen, dieses Gebäude. Ich gehe jetzt erstmal ins Krankenhaus. Findest du auch extrem gut Loot? Haben wir eine SKS und eine Musik gefunden. Okay, ich gehe ins Rathaus. Aber muss nicht sein, kann sein. Oh, das hat wieder ein paar Lags. Ich habe gerade meine Hose genäht und es hat noch nichts am Status geändert. Ach, bei mir läuft's. Also, ich meine, ich laufe gerade nur vielleicht. Ich weiß nicht, kann ich. Ja, ich habe Receiving, es geht. Ja, es ist auch Worn geworden. Sterbe, bitte. Gott, was hier alles rumliegt. In jedem Gebäude liegt tonnenweise Scheiße rum. Das ist Wahnsinn. Echt? Haben da Tiere hingemacht? Ja, so sieht's aus. Fledermäuse. Fledermäuse. Du hast gesagt, du bist hoch bei dieser Krankenhaus. Ja, ja. Gehst du wieder zur Tür raus bei der Polizei und dann Berg hoch zum Krankenhaus. Und dann siehst du auch schon das Empire State Building. Of dehydration. Oh ja, das ist gut. Da sterbe ich wenigstens bald. Ey, das Gebäude habe ich noch nie gesehen. Nein. Das ist Wahnsinn. Ah, du musst einige Stockwerke hochlaufen, ehe was kommt. Ach, da ist es. Sieht cool aus. Oh gut, so sieht's aus wie ein normales Haus. Ah, oh, die Tür schiebt mich mal weg hier. Wo ist denn hier der Eingang? Ach ja. Oh ja, das Bildschirm wird schon grauer. Oh, ich glaube, das ist eine neue VW-Werbung mit William Shatner als Captain Kirk. Jawohl. Jetzt wird auch diese Welt verschwommen. P1-Pistole liegt im Erdgeschoss. Oh, da ist es ja, das Gebäude. Da wollen wir mal rein. Oh, überall liegt was rum. Ich bin ins falsche Türchen rein. Hier rein. Und die Gerüchte erhärten sich ja, dass William Shatner in Star Trek 3 ein Cameo-Auftritt hat. Oh, das ist sehr cool. Als alter Ex-Admiral, Admiral oder so. Weiß es nicht, Ändern wir wieder auch als alte Version von Captain Kirk wohl. Boah, hier liegt eine SKS. Sag ich doch, das ist gut, ne? Wahnsinn, was hier. Ey, ohne Scheiß, Leute, schaut euch das an, was hier alles rumliegt. Bist du gerade weiter hochgegangen? Ja. Bin auf der Treppe, ich komme auch gleich hoch. Hier ist doch gerade das Zucchini. Irre, ein Raum und hier liegt so viel Scheiße drin rum. Kennt mich einiges aus. Schuhe, Mützen, jeder Scheiß, ey. In jedem Raum. Ich weiß nicht, ob das an einem Server liegt. Nein, das ist normal so. Ob das an Novo jetzt liegt. Novo hat allgemein so viel Zeug. Oh, eine Armbrust.
So viele Jacken. Oh, du Scheiße, ey. Weißt du, wie gut die Armbrust ist? Die ist übelst gut. Keine Ahnung, habe ich nie genug Munition für gefunden, um sie wirklich zu benutzen. Die ist so leise und tötet jeden mit einem Schuss. Klamottenladen. Alter, hier ist alles. Geh mal in jeden Raum an, da liegt nur Scheiße rum. Du weißt nicht, was du nehmen sollst. Nur gerade in einem Raum und gucke gerade. Das ist für mich, wenn ich dann komme. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo. Wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten auf so gut wie alles. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.